Leute! Einstellung, Sound leiser. So. Hi Leute, willkommen zum Field of Glory. Ein Spiel aus dem Jahre 2011. Von dem unsäglichen Publisher DTP Entertainment, die auch diese tolle Wolfschanzler gemacht haben. Weil ich es hier auch voll geballert habe. Ich bin übrigens Chomp, grüßt euch. Dieses Spiel hier spielt in der Antike, so wie ich das richtig mitbekommen habe. Die haben wohl irgendwie einen Tabletop auch schon mal gemacht, Slytherin Entertainment. Das ist so ein historisches Strategiespiel hier. Mach die mal noch leiser. Da hat sich Zwiebel hier. So. Schließen wir mal. Hier gab es kein Intro-Video, da steht jetzt 2009, hier hinten steht 2011 drauf. Der Installer war so ein bisschen wie End 90er, Anfang 2000er. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt, habe mir das jetzt sehr günstig geschossen hier, für einen Euro. gucken jetzt trotzdem mal rein, wie das ist. Ich kann zu dem Spiel, wie gesagt, noch gar nichts sagen. Steht nur oben, befehligen Sie mächtige Armeen und erkämpfen sich den Sieg bei Field of Glory. Zwei Spielermodelle gibt's sogar auch. Über Internet, Multiplayer, Herrscher Bund, Karthaga, Kaledonia, Gallia, German, Makedonia, Spartacus, aha, also derzeit spielt das wohl. Und man kann auch Römer gegen Römer spielen. Dergleichen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Wie gesagt, ich kenne das hier noch gar nicht. Ich werde mich mal kurz hier mit der, einmal kurz mit der Grafik beschäftigen. Einstellung. Da. Aussehen. Aussehen ist wohl Sound. Schätze ich mal. Animationsgeschwindigkeit. Feinfarbe rot. Gut. Das ist wohl Auto eingestellt hier. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Mit einem neuen Spiel. Ach, wie scheiße, was ist das denn? Dies ist eine. Ach, historische Schlachten. Ja. Gehen wir mal zu. So, Szenario. Was nehmen wir denn hier? 79 AD Anno Domine. Gemäßigt niedrig, 27 Schlachtpuppen. Dann machen wir das so. Handicap neutral. Wen spiele ich hier eigentlich? Das wollte ich auch gar nicht. Gut, lassen wir auf neutral. Ich grätsch jetzt einfach mal rein hier. Achso, ich bin der Syrakor. So, kann man sich hier die Vorteile und so einstellen. Gut, wir nehmen mal, schummeln mal ein bisschen, geben uns mal ein bisschen mehr Gunst hier. So, fangen jetzt an. Ich glaube, das klappt doch ohne Probleme. Probleme. Aha. Dies ist das Schlachtfeld. Mit dem Schaltfeld plus minus. Nee, gerade können Sie zoomen. Wegen die Mauszeiger über eine Schlachtgruppe, um die Tat sich anzuzeigen. Sobald Sie bereit sind zum Ziehen, klicken Sie eine Schlachtgruppe mit links an. Okay. So, wo ist dieses plus minus? Hier, da. Das ist also die normale, das wäre jetzt die normale Aufstellung, so wie ich das sehe. Lassen wir die so oder was meinst du? Wir lassen das jetzt einfach mal so. Ich will gleich mal loslegen hier. Wie startet man? Letzten Zug zurücknehmen. Fehltradius anzeigen. Ja. Das ist, ach so, das ist wie ein Tabletop hier gemacht. Deswegen ist das so klein. Ich habe mich nämlich gewundert. Warum nimmt das nur 512 MB auf der Festplatte ein? Aktuellen Status. Ach, ich muss ziehen hier. Während des Zuges, aha, alles klar. Also ich kann die jetzt irgendwo hinziehen hier. Ziehen sie mal hier rüber. Die ziehen wir auch mal hier rüber. Ach, ist das witzig. Hier rüber. Jetzt muss ich alle einzeln hier irgendwo hinflattern lassen. So, nehmen wir hier rüber. Und die können noch nicht so weit vor. Dahinter. Jetzt, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich mache das mal von dem Ball ein bisschen. So, die ziehen wir hier als Depp hin und die auch. So, geht's los. Clear, was? Ja, was machen wir jetzt? Verdammt, wie geht's denn weiter? Ich drück mal die Eingabetaste. Passiert nichts.
Okay, das hätte ich mir vielleicht vorher mal durchlesen sollen, wie man das macht. Katzaga, Dissentines, Kurbematsch, so. Wie legt man denn hier los? Fehltradius anzeigen. Ich bin fertig, ich würde gern kämpfen. Hallo? Okay. Ich will keinen Zug zurücknehmen, ich will loslegen. Menü, zurück zum Spiel. Clear. Clear, Start. Let's fetz. Oh, guck mal die Hilfe. Oh, was ist das denn? Wie kann ich Einheiten schießen lassen? Ja, wie schießen die denn? Bewegen Sie den Cursor über ein Ziel. Ach so, pass mal auf, ich muss das hier selber halt machen, oder? Pass auf. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Aha. Hey, Motherfucker, wie geht der Zug hier? Zug beenden. Jo! Alles klar. Wird man die in Zug? Jetzt verstehe ich. Ich hab das nicht gesehen, weil dieser scheiß Fraps-Counter da drüber ist hier, also die. Oh. Was ist denn das? Was war das jetzt? Diese Deck irgendwie. Ja, die Framerate wird über diesen Knopf angezeigt da. Das war jetzt das Problem. Aha, ich bin wieder dran. Jesus, wie platziert den? Sie den feindlichen Angriff diese per Sturmangriff an. Okay, so, dann haben wir es ja so. Aha! Die knallen wir auch weg. Das ist wie so ein Tabletop-Spiel. Ich sehe das schon. Jo, ist okay, Junge. Kommen die hinteren? Die kann man auch nicht angreifen. So, jetzt gehen wir mal dieselben hier. Zack. Die greifen hier den Kollegen an. Der hält ein bisschen mehr aus. Oh, scheiße. Die sollten gar nicht dahin laufen. Hierhin. Hierhin. Die können keinen Zug mehr machen, doch. Auch die da als Verstärkung dann gleich. Ja, ist eigentlich wie ein Tabletop-Spiel. Ich hab doch. Wieso keine Schlaggeräusche hätte man ausgestellt? So, wir beenden unseren Zug. Ja, zu beenden. Was machen wir hier? Noch nichts Schlimmes. Okay, ich habe schon wieder Einheiten ein bisschen verloren. Ja, hier geht's ab. Die machen immer noch ihre Züge. Ja, mach hin, Junge. Ah, guck dir das an. Mann, ist das spannend. Formieren sich da. Fragmentiert, aha. Da sind wohl ein paar dahin gegangen. Jetzt machen sie die fertig. Jetzt haben sie auf die eingeschossen, schade. Und jetzt hart getroffen. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt kommen wir mit denen hier rauf. 14 sind von denen weg. So, wir greifen von hier an, zack. Ich kann nicht schießen. Wir bringen uns hier hin. Jo, hallo, sind die jetzt nicht dran hier, oder wie? Boah. Also es war noch ein laufender Zug, deshalb. Okay. Ich glaube, auf der einen Seite werde ich gleich auch geraucht. Ah, Mann, die sind hart. So, die werde ich da platzieren. So, die hatte ich alle schon dran. Die können auch nicht schießen. Die können ja auch nichts machen. Hier unten haben wir nur zwei Truppen.
Die treffen ja auch nichts. Mit denen kann ich hier rauf schießen. Okay, das mache ich. Ich glaube, der Zug. Nee, da oben. Der war nicht fertig. Ja. Wir sind fertig. Blattschub, was. Leute? Die machen ja nichts hier. Wer ist denn jetzt noch dran? Hä? Scheiße. Wen hatte ich denn jetzt noch nicht? Haben wir irgendwas vergessen? Das irritiert mich jetzt aber. Light Cavalry. Den greifen wir nicht an hier. Also, was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Besiegt, die sind doch besiegt hier. Wen habe ich denn jetzt vergessen? Ich hab gar nichts vergessen hier. Ach doch, die, okay. Ja, man, ich sollte mir das ein bisschen einfacher machen und von links nach rechts oder von rechts nach links gehen. Hier mal als kurz und quer so. So, sind wir fertig. Machen die ihre Züge hier. Der Tager sind dran. Oh ja, die Blocken knallen da richtig rauf, du. Ist das schräg. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so rundenbasiert ist und dann auch so wie so ein Tabletop in der Art. Aber es ist ja inspiriert vom Tabletop und so. Naja, wem sowas gefällt. Ich habe früher auch rundenbasierte Spiele gespielt. Ein paar hier, Soldiers at War und sowas. Das war 1998 und so ähnlich sieht auch dieses Spiel aus. Ich meine, das ist herrlich oldschool, ne? So ist das ja nicht. Aber ist schon irgendwie ungewöhnlich, gerade in der heutigen Zeit, und das Spiel ist ja jetzt noch nicht so alt. Aber warum nicht? Macht ja nicht zum schlechten Spiel, ne? Man hat ja wirklich unheimlich viele Missionen hier. Und die sind vollkommen über. Scheiße, auch besiegt. Das sieht echt blöd aus. Ja, wir werden verrecken hier. Ganz klar. Welche weg, ey. Das sieht nicht so gut aus. Ne, ich glaube, da habe ich ganz schön verkackt jetzt hier. Aber ich wusste das vorher auch nicht. Wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt reingucke. Ich treffe hier niemanden von der Seite. Hier hin. Die sind tot. Wen kann ich denn hier treffen? Die. Oh, nur 7. Scheiße. Geh nochmal rauf. Aber woanders können die sich auch nicht hinbewegen. Okay, jetzt habe ich glaube ich alle gehabt, um zu beenden. Ach, hier oben. Die hatte ich noch nicht. Scheiße. Wieso habe ich die nicht genommen? Tage dran. Wie soll ich jetzt verderben? Habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich nicht drauf geachtet. Passiert! Oh, ich habe schon wieder Einheit verloren. Verdammt mich! Ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann am Anfang. Also bei wem der Vorteil ist oder das Handicap, ne? Wo man das Handicap einstellen kann, kann man wahrscheinlich auch die Schwierigkeit einstellen. Das heißt, ich spiele relativ auf leicht. Und der höchste Vorteil wäre dann wahrscheinlich sehr leicht. Jetzt holt die weg hier. Ne? Ich bin auch nicht weg.
die sind ja mal richtig beschissen platziert hier. So, die davon. Na dann. Die darauf. Ich kann hier nichts treffen von hier aus, wieso nicht? Okay, dann müssen wir irgendwie durch hier. Verdammt! Hier rüber. Das ist so untaktisch. So dumm, egal. Fertig, oder? So oder so, ich bin fertig. Zug beenden. Der Tager wieder. Bist du nicht da? Fragmentiert, ja. Das war so wie ein Konterangriff. Oh ja, die machen mich jetzt richtig fertig. Besiegt. Achso, das waren die. Alles klar. Die armen Bogenschützen da oben, echt. Tut mir voll leid, so. So, wir auch besiegt. Das sieht nicht gut aus. Ich bin jetzt kein Strategienoob oder so, aber wenn man das Spiel nicht kennt, ich habe ja auch nichts durchgelesen. Hier ist noch ein gedrucktes Handbuch mit bei. Muss man mal reinziehen. Das ist richtig oldschool hier. Schaffen wir die? Was? What meat? So, jetzt aber. Die halten ganz schön viel aus. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann nirgendwo hinschießen. Ich kann mir hier so als Pseudo-Support hin. Prozentige Chance, jo, das klappt. Eigentlich kann ich mich hier einsagen lassen. Hier oben rein. Was haben wir die noch? 62, besiegt, jo, immerhin. So, sind wir fertig. Der Zug ist beendet. Lass mir den Rest noch zerschlagen hier und dann ist gut. Das sieht echt schlecht aus. Okay, Retreat. Rückzug, meinte ich. Oh, das sieht echt scheiße aus. Das kommt nicht gut. Das Spiel ist vorbei, sie wurden besiegt. Ja, F you, ne? Okay. Kann man nicht ändern. Wie sieht's denn aus? Okay, die hat. Aha. Mehr Verluste als die Karthager. Ich sehe aber gerade meine Armeestärke, obwohl ich im Vorteil war, hätte sein sollen jedenfalls. Hatte ich weniger Einheiten als die Karthager. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Gunst einfach nur in der Aufstellung zu tun hat oder ich weiß das nicht. Kann ich nicht genau sagen. Hier, also hier gibt es nochmal die Statistik. Sieht aber eigentlich gut aus. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt mein Verlust hier? Oder habe ich die durchbrochen oder vernichtet? Ich glaube, das ist mein Verlust. So, Game Over, schließen. Schade. Ja, so sieht das aus. Mal zurück zum Menü. Wie komme ich denn zurück? Hallo? Wir haben doch verloren. Zurück zum Spiel, Spiel schließen, aufgeben. Oh. Das ist die folgende Aktion, Filmschlagen geführt. Okay. So, wir sind fertig hier. Hallo. Wie komme ich denn jetzt weg hier? Oh Gott. Gut. Wir haben doch schon verloren.
soll ich denn jetzt noch machen hier? Ah. Spiel schließen. Ich will das Spiel ja nicht schließen. Ich will ja einfach nur raus hier. Zurück zum Spiel. Jesus. Was ist das hier? Fehlt Radios. Hilfe. Okay, ja, Game Over. Muss ich irgendwo aufklicken, oder? Also, irgendwie komme ich jetzt nicht raus. Gut. Spiel schließen. Nee, ach so, einfach oben mal aufklicken. Ja, ist halt blöd, wenn da oben schon das die Framerate mal angezeigt wird. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ich kann das nicht lesen, was da steht, ne? Gut, ich mach gleich mal noch eine Runde. Hier ist jetzt erstmal Schluss. Ich find's irgendwie unterhaltsam, hab jetzt natürlich nicht hingeguckt hier, was ich gerade mache. Und bin ja auch einfach mal blind reingerutscht hier. So, jetzt sehen wir uns mal eine andere Karte dann gleich zur Brust. Und da will ich meine Gunst noch ein bisschen mehr erhöhen, weil ich muss einfach besser werden hier, ne? Dann bis gleich.